willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die Erdbeerzeit neigt sich ja doch jetzt langsam dem Ende hin. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch nochmal ein richtig leckeres Erdbeerrezept. Und zwar machen wir heute eine Erdbeerschmandtorte. Die ist wirklich total einfach gemacht, macht eine Menge her auf der Kaffeetafel. Ihr habt halt einen richtig lockeren Biskuit zusammen mit einer richtig schön cremig-fluffigen Creme und dazu dann die frischen und fruchtigen Erdbeeren. Einfach nur eine traumhafte Kombination und ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los mit der Zubereitung. Als erstes solltet ihr euch einen Biskuitboden backen. Das Rezept befindet sich ja schon ein bisschen länger auf meinem Kanal. Das verlinke ich euch natürlich einmal hier oben in der Infocard und nochmal in der Infobox. Das Einzige, was ich verändert habe, sind die Zutatenmengen, aber das schreibe ich euch natürlich alles mit ins Rezept in der Infobox. Und der Biskuitboden sollte richtig gut ausgekühlt sein, denn jetzt können wir auch direkt mit der Füllung starten. So, für die Füllung werde ich mir jetzt ein paar Erdbeeren erstmal in kleine Würfel schneiden. Ich suche mir immer für die Füllung bewusst diese Erdbeeren raus, die nicht so schön aussehen, die vielleicht nicht so eine schöne Form haben oder die hier unten so noch so ein bisschen grünlich sind, weil man das natürlich ganz einfach wegschneiden können. Während natürlich die nachher ganz oben, also auch sichtbar sind, möglichst schön aussehen sollten. Deswegen verwende ich immer einfach die eben nicht so schön sind jetzt hier für die Füllung. Die habe ich jetzt schon mal gewaschen und jetzt werde ich das Grün entfernen und wie gesagt, sie mir einfach in kleine Würfel schneiden. Für die Creme habe ich mir schon mal ein bisschen Sahne mit Sahne steif geschlagen und in eine etwas größere Rührschüssel gebe ich jetzt als erstes Schmand. Zu dem Schmand kommt Magerquark, Zucker, etwas Zitronensaft und dann wird das Ganze auch schon miteinander vermengt und während ich das Ganze vermenge, lasse ich dann noch Sahne steif einrieseln. So, wenn dann alles gut miteinander vermengt ist, dann hebe ich da jetzt noch die Sahne unter. Ganz zum Schluss dann noch die Erdbeerwürfel und dann ist die Füllung auch schon fertig. So, und jetzt kommt auch schon der Biskuitboden zum Einsatz. Und zwar muss der waagerecht in zwei ungefähr gleich große Böden geteilt werden. Ich mache das wie immer mit meiner Tortensäge, aber mit dem Messer geht es natürlich genauso gut. So, den ersten Tortenboden, den gebe ich mir jetzt schon mal auf meine Tortenplatte. Und zwar habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass hier diese Haut, die ja immer beim Backen entsteht, dass ich die jetzt nach unten lege. Das heißt also, ich drehe mir den einmal um und lege mir den dann hier auf die Tortenplatte. Und dann nehme ich mir einfach hier einen Tortenrahmen, lege den hier um den Boden und ziehe ihn gut an. Und auf diesen Tortenboden kommt dann jetzt die Erdbeerschmandcreme. Und wird dann einfach glatt gestrichen. So, dann kommt dann der zweite Boden drauf. Und zwar drehe ich den immer um, damit man hier die schöne gerade Kante nach oben hat. Und dann drücke ich den Boden gut an. Und achte vor allen Dingen auch darauf, dass das eine ebene Fläche ergibt, also dass da keine großen Unebenheiten drin sind. So, und jetzt muss die Torte erstmal in den Kühlschrank richtig gut durchkühlen, damit die Creme schön stabil werden kann. Und zwar stelle ich sie für mindestens 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank oder einfach über Nacht. Ich hatte meine Torte jetzt über Nacht im Kühlschrank und jetzt kommt der Belag oben drauf. Dazu habe ich mir schon mal Erdbeeren einfach halbiert. Und damit die Erdbeeren besser an dem Boden haften bleiben, wird da jetzt noch einmal mit ein bisschen Erdbeermarmelade bestrichen. Ich habe jetzt hier extra eine Marmelade genommen ohne Stückchen. Ihr könnt aber natürlich auch eine nehmen mit Stückchen. Und das wird jetzt hier einmal schön dünn verteilt. Und wie gesagt, das dient mir einfach als Kleber für die Erdbeeren.
jetzt werde ich hier die Erdbeeren einfach schön dicht an dicht verteilen, damit da möglichst wenig Lücken bleiben. Jetzt bereiten wir den Tortenguss zu. Und zwar habe ich hier jetzt ein spezielles Tortengusspulver, was man leider nur online kaufen kann. Aber der Vorteil an diesem Pulver ist einfach, dass der einfach länger zu verarbeiten ist, meiner Meinung nach, weil er eben länger flüssig bleibt. Und er härtet eben nachher richtig schön klar aus. Also der Tortenguss, also das Tortengusspulver auf dem Supermarkt, das wird ja leider immer so ein bisschen trüb. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, das hier zu verwenden. Wo ihr das kaufen könnt, das verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox, falls euch das interessiert. Ihr könnt das Rezept aber natürlich auch ganz normal mit im Supermarkt Tortengusspulver machen. Dann nehmt ihr dann statt diesem Tortenguss einfach ein Tütchen, also ein Päckchen normalen Tortenguss. So, ich habe mir jetzt hier auch schon mal einen Topf bereitgestellt und da kommt jetzt einfach ein Saft rein, ein roter Saft. Ich habe jetzt hier einen roten Multivitaminsaft. Ich rühre Tortenguss immer ganz gerne mit Saft an, damit der einfach ein gewisses Aroma hat, anstatt wenn er halt einfach nur süß wäre. Ihr könnt den Saft einfach noch ein bisschen nachsüßen, falls er nicht süß genug sein sollte. Meiner ist allerdings mir persönlich süß genug, deswegen lasse ich das so. Bei meinem Tortengusspulver ist es so, dass ich die Flüssigkeit erst aufkochen lassen muss und dann gebe ich das Pulver dazu. Bei dem aus dem Supermarkt ist es ja so, dass ihr das sofort dazu gebt, verrührt und dann eben aufkocht. Aber wie gesagt, ich lasse meinen Saft jetzt erstmal so aufkochen. So, mein Saft hat angefangen zu kochen und jetzt gebe ich unterrührend dieses Tortengusspulver einfach dazu. Und sobald es eingerührt ist, dann lasse ich das nochmal ungefähr für eine halbe Minute weiter köcheln. So, und den fertigen Tortenguss, den gebe ich jetzt einfach mit dem Löffel hier über die Erdbeeren. Wenn der Tortenguss dann gleichmäßig über die Erdbeeren verteilt ist und vor allen Dingen alle Erdbeeren auch so eine schöne glänzende Schicht erhalten haben, dann stelle ich das Ganze jetzt nochmal kurz in den Kühlschrank, bis der Tortenguss fest ist. Wie ihr gesehen habt, habe ich mir die Torte gerade aus dem Ring gelöst und jetzt geht's ans Dekorieren. Dazu habe ich mir schon mal Sahne aufgeschlagen und ich werde mir einmal hier den Rand von der Torte ganz dünn mit Sahne einstreichen, denn die Sahne, die dient mir als Kleber für die Mandelblättchen, die ich dann daran drücken werde. Und so habe ich mir die Mandelblättchen einfach bei mittlerer Hitze ohne Fett in der Pfanne angeröstet, dass sie eben eine schöne goldbraune Farbe haben. Die restliche Sahne habe ich mir einfach in einen Spritzbeutel gefüllt mit einer engen Sternhülle vorne dran. Und ich werde mir jetzt hier einfach mehrere Tuffs auf die Torte setzen und auf jeden einzelnen Sahnetupfen gebe ich dann noch ein paar gehackte Pistazien. Aber zuerst werde ich mir meine Torte noch einteilen. Und zwar mache ich das jetzt hier in 12 Stücke, aber ihr könnt da wirklich auch gut 16 Stücke draus machen.
Ja, und fertig ist die leckere Erdbeerschmandtorte. Ihr habt gesehen, die ist wirklich nicht schwer zu machen. So sieht das Ganze jetzt im Anschnitt aus. Ihr habt hier halt diese richtig leckeren und fluffigen Biskuitböden, dazwischen die cremige Creme und dann zusammen mit den Erdbeeren und vor allen Dingen dann auch noch die Mandeln da hinten dran. Die geben natürlich nochmal so ein richtig, ja, so richtig leckere Röstaromen damit noch rein, was eine richtig, richtig leckere Kombination ist. Also probiert das Rezept unbedingt noch aus, vor allen Dingen solange es noch so leckere Erdbeeren noch zu kaufen gibt. Also da müsst ihr, glaube ich, sehr schnell sein. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Rezept mal nachmachen würdet. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel, viel Spaß beim Nachbacken und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder.